Ich habe Bildhauerei studiert und habe mich am Ende aber für die Grafik entschieden. Und das ist auch gut so. Mein Name ist Lisa Palke. Ich bin 33 Jahre alt, habe in Dresden studiert, bin in Potsdam geboren, habe aber vorher schon lange in Dresden gelebt und mich auch, sage ich mal, für Dresden entschieden, indem ich nur für Dresden und Berlin eine Mappe abgegeben habe. Und Berlin war quasi die Mappe, die nicht ganz so gut war wie die für Dresden. Und da habe ich eigentlich alles ausprobiert. Es gibt ja ganz viele Werkstätten und auch die grafischen Werkstätten. Ich bin wirklich die ganzen Jahre durch alles, würde ich sagen, durchgegangen. Also ich habe angefangen, irgendwas abzuformen. Ich habe Glas auseinandergenommen und wieder zusammengeklebt, an die Wand gezeichnet, fotografiert, selber entwickelt, auch versucht zu malen eine Zeit lang, dann halt die ganzen grafischen Werkstätten, Siebdruck, Lithografie, Radierung. Und ich glaube, ich habe immer so ein halbes Jahr lang oder ein Semester lang an etwas gearbeitet und dann würde ich sagen, jedes Semester war dafür da, um es wieder zu verwerfen und wieder neu anzufangen. Und erst in meiner Diplomphase habe ich gemerkt, dass es der Filzstift ist auf Papier, mehr nicht. Man könnte noch erkennen, dass ich aus der Bildhauerei komme. Das ist das, was quasi das Räumliche ausmacht in meinen Zeichnungen. Ja, auch diese topografischen Elemente. Das ist auch das, was ich jedes Mal wieder versuche in den Zeichnungen, dass wirklich Raum reinkommt und eine Art Stofflichkeit, was Textiles oder eher in die Richtung Landschaft, Berge. Ich habe ein Blatt Papier, das ich entweder auf den Tisch lege oder an die Wand hänge. Es kann auch sein, dass ich eine Rolle habe, die ich manchmal, wenn ich nicht genug Platz habe, auch wenn ich auch mal zu Hause arbeite, auf den Tisch lege und dann Stück für Stück zeichne, dass ich quasi nur so einen Teil sehe und dann weiterrolle und mich auch überraschen lasse, was eigentlich passiert. Ja, also die Zeichnungen sind abstrakt, sehr selten figürlich. Ich versuche, dass sie eher an gar nichts erinnern. Das ist die Herausforderung, ich sag mal zur Zeit, das kann sich auch noch ändern. Aber es ist sehr schwer, sich was zu überlegen, dass nicht alle die gleiche Assoziation haben. Im besten Fall haben alle eine andere Assoziation oder sie können überhaupt gar kein Wort dafür finden. Das gefällt mir eigentlich immer am besten. Ja, mein Material besteht nur aus Papier und Filzstift und der Filzstift ist ein ganz normal gekaufter Filzstift, der eine relativ lange Spitze hat. Und den befülle ich aber mit Tusche. Also ich muss ihn immer erstmal ausmalen, dass er quasi die ursprüngliche Farbe abgelegt hat. Ja, und dann nehme ich quasi eine Pinzette und fülle quasi hinten einen Tropfen rein, zwei, drei, vier Tropfen und setze auf der einen Seite an und führe den Strich auf die andere Seite rüber und darf zwischendurch auf jeden Fall nicht absetzen. Das ist dann vor allem bei den großen Zeichnungen immer die Herausforderung, beziehungsweise auch das Schöne, dass ich mich als Zirkel quasi auch benutze und zeigen kann, wie weit quasi meine Spanne überhaupt ist. Ich persönlich sehe nicht mehr so die Unterschiede zwischen Ost- und Westkunst. Dass die sind so und die sind so, das fällt mir dann eigentlich erst immer auf, wenn es gefragt wird. Mir fällt es eher bei Stipendien oder Ausschreibungen auf, dass da weniger aus dem Osten genommen werden, dass man da weniger Chancen hat. Das ist so das, sage ich mal, Hauptkriterium, was ich jetzt, ja, was mir aufgestoßen ist. Aber ich würde sagen, in meiner Generation sehe ich nicht mehr so groß die Unterschiede. Will sie vielleicht auch nicht sehen, damit das mal vorbei ist.